Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute geht es nicht um Bücher, nicht um Serien, nicht um Kerzen, nein, es geht um unseren Neuzugang im Hause Lady of the Bush. Und es geht um Weasley, unserem Hund, unseren Familienzuwachs. Ja, ich habe in der Bücherwoche und auch im Neuzugänge-Video schon ein bisschen drüber gesprochen, dass wir eben einen Neuzugang hier haben, dass wir jetzt eben so ein bisschen noch eine andere Tierbeschäftigung im Hause haben. Und ihr habt auch unter den Kommentaren gesagt, ihr würdet euch freuen über die Geschichte von Weasley und wie er zu uns gefunden hat und alles, was so ein bisschen drumherum ist und auch wie das mit der Eingewöhnung mit den Katzen geklappt hat. Und ich dachte, da mache ich ein kleines Video, blende euch auch immer mal Videos, Bilder oder irgendwas mit ein. Leider hatte er keine große Lust, jetzt mit nach oben zu kommen und hier begleitend sozusagen zu sitzen. Das ist aber nicht schlimm, er liegt gerade unten, also ein Stockwerk tiefer. Ich teile mir ja im Grunde jetzt noch mit meinem Papa unser Zweifamilienhaus und da liegt er jetzt gemütlich und hatte keinen Bock, einen Stock höher zu kommen. Ja, wie sind wir nach vier Katzen auf die Idee gekommen, uns noch einen Hund zuzulegen? Also die Idee hatten wir schon sehr, sehr lange, auch als wir vor über 11 Jahren hier eben in unser Zweifamilienhaus gezogen sind mit einem großen Garten, war diese Überlegung da. Allerdings haben wir da eben auch alle Vollzeit gearbeitet und hatten dann eben auch leider nicht so viel Zeit. Dann gab es diverse private, Krankheiten in meiner Familie und wo wir einfach gesagt haben, okay, wir sind da zeitlich einfach doch so eingespannt und auch ausgelastet, dass eben ein Hund nur eine zusätzliche Belastung wäre, die wir eben auch nicht stemmen können. Und im letzten Jahr oder vor 2 Jahren kam ja dann auch das große C. Mein Papa ist in Rente gegangen. Dann ist das auch einfach so, dass bei uns das mit dem Homeoffice einfach so bestehen bleibt, dass wir gegebenenfalls wirklich nur so einen Tag bis 2 Tage in der Woche ins Büro dürfen können müssen und den Rest im Homeoffice bleiben können und da einfach genügend Zeit ist, dass wir uns alle jetzt um den Hund auch kümmern könnten. Und letztes Jahr ist ja dann auch meine Mama gestorben und da war eben auch so ein bisschen ein Pflegefaktor mit dahinter, also nicht in der Schwere, aber ganz gesund war meine Mama eben vorher nicht. Und jetzt haben sich eben so verschiedenste Dinge ergeben und dann hat es mir einen Hund auf Instagram eingezeigt. Aus dem Tierschutz. Ich glaube, er war ursprünglich aus Rumänien und er ist mir immer wieder auf Instagram über den Weg gelaufen. Und dann haben wir hier so ein bisschen Familienrat gehalten und auch einfach überlegt, wollen wir das, können wir das, wie werden das unsere Katzen finden, wie finden wir das, haben wir die Zeit, haben wir die Lust, wollen wir uns darauf einlassen, ein Tier jetzt die nächsten 12, 15 Jahre irgendwie, wie alt er dann eben ist, auch zu begleiten. Und dann hatte ich, nachdem wir uns da auch einig waren, die Selbstauskunft ausgefüllt und habe dann aber leider eine Absage bekommen, weil der besagte Hund eben schon ein für immer zu Hause gefunden hat. Und das sage ich jetzt nur leider, natürlich im Sinne leider für mich, aber eben nicht für den Hund, weil für den ist das natürlich toll, dass er sehr schnell ein Zuhause bekommen hat. Und mit diesen Gedanken im Kopf war ich dann eben auch bei den Tierheimen in der Umgebung. Der Plan war, wie so häufig, eigentlich einen etwas älteren Hund zu holen. Wir sind ja jetzt auch komplette Hundeanfänger und wollten eben auch einfach einem älteren Hund die Chance geben, irgendwie noch ein schönes Zuhause zu haben. Und ich hatte dann einen Hund hier im Tierheim in der Umgebung auch entdeckt. Und habe mich da einfach mal gemeldet, konnte dann auch relativ spontan am nächsten Tag vorbeikommen. Und da hat aber die Chemie nicht so ganz gestimmt. Das war wirklich ein sehr alter Hund, ich glaube auch schon was um die 8, 9 Jahre alt. Und ich möchte das gar nicht wertend sagen, der eben auch schon sehr träge war, der auch schon sehr lange im Tierheim war und bei dem dann eben auch, mit der ich gesprochen habe vom Tierheim, die gesagt hat, naja, für ihre euphorischen Pläne, sie gehen hier spazieren, sie gehen viel wandern und sie wollen mit ihm die Welt entdecken, da ist er vielleicht einfach nicht mehr der Richtige. Ja, so ein bisschen hin und her überlegt und irgendwie ist der Funke auch nicht übergesprungen und das tut mir tatsächlich wahrscheinlich mit am meisten leid, weil mir das natürlich um dieses Lebewesen so leid tat. Aber ich dachte mir nur so, einen Kompromiss, nur damit, also ja. Und dann bin ich aber
also zum Kennenlernen des anderen Hundes und wieder zum Rausgehen und dann nochmal reingehen, bin ich dreimal an meinen jetzigen Hund vorbeigelaufen. Und ich blende euch auf jeden Fall jetzt auch das Bild dann von ihm ein, wie er mich in seinem Zimmer angesehen hat. Und es war wirklich Liebe auf den ersten Blick. Er war zu der Zeit gerade erst eine Woche im Tierheim. Es gab da wohl so ein paar Probleme in seiner Vorfamilie. Und das sind jetzt hier Schnurrhaare von Sam, entschuldigt, der hier auf der Couch rumturnt. Und der hatte da so ein paar Probleme. Es gab Probleme mit dem Baby, was das Enkelkind jetzt irgendwie ist. Es gab auch irgendwie Probleme mit dem anderen Hund. Auch so war er wohl ein bisschen ein unausgeglichener Hund. Und ja, da habe ich auch erstmal so einen Moment geschluckt und dachte, puh, ein nicht ausgeglichener Hund, wie soll das zu mir ausgeglichenen Person passen? Und dann tatsächlich auch noch, ich habe auch einfach Katzen. Also meine Bedenken waren sehr viel, wie werden unsere Katzen das finden? Wir haben nun 4 an der Zahl. 3 wohnen meiste Zeit hier oben, die andere Katze unten bei meinem Papa. Und da haben wir uns natürlich auch dann überlegt, wie werden unsere Katzen sein? Vertragen die sich? Verstehen die sich? Wir brauchen natürlich auf jeden Fall einen Hund, der auch offen zu Katzen ist und die nicht als Beute sieht. Und dann durfte ich ihn kennenlernen, seines Namens Spike. War schrecklich und dachte ich, oh, wie kommt man denn auf so einen Namen für einen Hund? Also, aber gut. Hab dann ein bisschen was zu seiner Vorgeschichte erfahren. Also er ist im Oktober 21 auf die Welt gekommen, ist zusammen als Welpe mit 2 Geschwistern und seiner Mutter aus einem, ich sag jetzt mal, befreundeten Tierheim aus Rumänien, glaube ich, gekommen. Das ist ein sehr großes Tierheim eben vor Ort, die um die 6000 Hunde haben. Und unser Tierheim, wo wir jetzt eben unseren Hund herhaben, hat dort dann eben, immer wenn da ein Platz irgendwie frei ist, dann ergeben die eben dem Hund aus dem Ausland, aus dem Auslandstierschutz eben eine Chance. Und so ist er mit Mutter und Geschwistern hier angekommen, war dann eben auch von Januar bis Mitte Mai bei den vorhergehenden Besitzern und ist jetzt mitten in der Pubertät. Er ist 8 Monate jung, also noch kein Jahr alt. Also das heißt, der Vorsatz, es wird ein schwarzer Hund, ein bisschen älter. Ihr seht, er ist weder schwarz noch ist er älter, aber so ist das eben manchmal. Und dann durfte ich ihn da eben auch schon kennenlernen und er war wirklich sehr verschreckt. Also das muss man wirklich sagen, er war ja erst so 5-6 Tage im Tierheim. Er wusste gar nicht, was mit ihm passiert, was er jetzt da soll. Das hat man ihm definitiv angemerkt. Dann hatten wir auch so eine Besichtigung von jemandem, der sich unser Haus, unsere Wohnung, unser Grundstück angeguckt hat und haben da im Grunde auch das Go bekommen. Und dann war natürlich diese große Frage, versteht er sich mit Katzen? Und das kann man natürlich einfach im Tierheim auch nicht testen, muss man ganz klar sagen. Die Katzen haben in der Regel Stress, der Hund hat Stress. Das wird nicht wirklich viel. Und dann hat sich der Hundetrainer von dem Tierheim auch mit uns in Kontakt gesetzt und hat gesagt, er würde gerne uns jetzt auch begleiten mit dem Hund und einfach mal sehen, wie agieren wir, wie agiert er mit uns. Und dann hatten wir auch 3-4 Spaziergänge mit ihm, auch Arbeitszeiten sozusagen mit ihm, wo wir eben auch einfach trainiert haben, wie wir tatsächlich geeignet sind, einen Hund zu halten und wie auch einfach die Chemie zwischen uns allen so funktioniert. Und das haben wir dann gut wirklich in 2 Wochen auch erarbeitet. Wir waren wirklich bis auf 2 Ausnahmen jeden Tag bei unserem Hund. Da war auch relativ schnell klar, also Spike wird er nicht heißen. Und so als alter Potterhead habe ich dann eben mal den Namen Weasley in den Raum geworfen und den haben dann auch alle so gefühlt abgenickt. Und dann war eigentlich klar, das wird unser Weasley. Also Weasley, für alle, die es nicht wissen, ist ja der Familienname von Ron und Ginny und Fred und George. Und das ist ja wirklich meine Lieblingsfamilie im Hause Potter. Und ich bin ja ein riesen Fred und George-Fan und ich liebe ja auch Ginny in den Büchern. Und irgendwie dachte ich, ja, Fred und George, wie magst du jetzt mehr? Das ist natürlich schwierig, nachdem es dann eben auch in Rüde war, war klar, Ginny kann er gefühlt schlecht heißen. Man hätte ihn noch Gin nennen können, aber das, ja. Und so wurde es ein Weasley. Und wir haben dann wirklich auch 2 Wochen mit ihm gearbeitet. Auch der Trainer hat mit uns gearbeitet. Wir werden auch weiter mit dem Trainer zusammenarbeiten. Und dann war es eben mittwochsabends der Fall, dass wir ihn nach der Arbeit abgeholt haben. Ich hatte dann auch Donnerstag, Freitag frei. Das war das Wochenende vor Pfingsten. Und dann hatten wir schon mal
Probleme, ihn erstmal in ein Auto zu bekommen. Wir haben uns über so viele Dinge im Voraus Gedanken gemacht, was wird er fressen, wie viel wird er fressen, wie kriegen wir ihn an der Leine und so weiter. Aber darüber, dass er nicht ins Auto steigt, darüber haben wir uns keine Gedanken gemacht. Aber am Ende haben wir ihn ins Auto getragen, auf die Rückbank gesetzt. Ich saß mit daneben und dann sind wir heimgefahren. Dann sind wir hier erstmal eine Runde gelaufen, haben ihn auf unserem Grundstück gelassen. Dann ist auch der Trainer mit dazu gekommen und er ist dann auch mit uns in die Wohnung gegangen, wo die erste Katze dann auch schon auf Weasley getroffen ist. Und hier muss man wirklich sagen, Luna, also die Katze unten bei meinem Papa, die kennt definitiv Hunde. Die hat Weasley sofort klar und deutlich gemacht, ich bin hier die Chefin. Benimm dich. Also sie war wirklich sehr selbstbewusst im Flur gestanden und hat ihnen recht schnell gesagt, so, und jetzt gehst du hier erstmal keinen Schritt weiter, ich guck erstmal, wer du bist. Und dann wurde sich wirklich sehr freundlich beschnuppert und es war auch keinerlei Aggressivität von Weasley erkennbar, sodass wir gesagt haben, okay, wir können hier entspannt in die Wohnung gehen, wir müssen uns darüber erstmal keine Gedanken machen und haben ihm dann auch die Wohnung gezeigt, was getrunken, eine Kleinigkeit gefressen und dann haben wir eben auch in der Wohnung so ein bisschen mit dem Trainer gearbeitet, sind dann auch nochmal nach draußen in den Garten, haben ein paar Dinge ausprobiert, haben ihm auch einfach mal das Grundstück gezeigt, haben ihn frei laufen lassen und das war wirklich wunderschön mit anzusehen. Er war jetzt ja dann im Grunde 3 Wochen im Tierheim, also 2 Wochen, wo er uns kannte, eine Woche vor uns und er ist dann endlich mal wieder freigelaufen und er hat so eine Power gehabt, also der Typ hat wirklich Kraft, der hat wirklich Energie. Klar, er ist noch mega jung und ist auch ein großer, ich sag jetzt mal stattlicher Hund, so wie wir uns eben auch Hunde immer irgendwie vorgestellt haben. Und das war wirklich wunderbar mit anzusehen, wie er dann so nach 5 Minuten des Rennens wirklich da lag, uns entspannt angeguckt hat und wir sagten, okay, jetzt können wir die erste Nacht starten. Ja, an dem ersten Tag hat er dann das erste Stockwerk auch noch gar nicht kennengelernt. Wir haben unten bei meinem Papa die Zeit verbracht und dann sind wir noch ein Stockwerk höher. Da habe ich dann auch mit ihm die ersten 2 Nächte verbracht. Wir haben ein ausgebautes Dachzimmer, wo ein Gästezimmer sozusagen drin ist, eine Ausziehcouch. Und da haben wir dann die ersten 2 Nächte auch in Ruhe geschlafen. Und da ich auch frei hatte, war das gar kein Problem. Er hat auch recht schnell immer anmerken lassen, wann er hier irgendwie sein Geschäft verrichten müsste, denn stubenrein ist er zum Glück schon und das haben wir dann die ersten 2 Nächte gemacht und dann haben wir wirklich auch mit ihm das Grundstück entdeckt, die Umgebung entdeckt, war natürlich auch einkaufen, es musste Futter gekauft werden, dann natürlich auch so ein also kein Halsband, das hatte ich im Internet bestellt, aber so alles drumherum, die eigene Leine, weil natürlich klar war, wenn wir ihn dann übernehmen, dann geben wir all das Zubehör, was wir hatten, eben auch an das Tierheim zurück. Und dann ist er das erste Mal auf die Katzen hier im ersten Stock sozusagen getroffen und meine Katzen waren da schon sehr kritisch, das muss ich ganz klar sagen. Also die fanden das schon, die dachten, was ist denn das für eine große Katze? Was wedelt der mit dem Schwanz? Also das ist ganz unterschiedlich aufgenommen worden. Ich muss auch sagen, Sam, dadurch, dass er auch noch relativ jung ist, ist relativ entspannt auch auf ihn dann irgendwann zugegangen, so nach Stunde, 1,5 und fand das dann doch ganz interessant, mal so Nase an Nase und zu gucken, was ist mit dem und warum läuft der denn jetzt eigentlich dem Frauchen ständig nach. Also das war natürlich schon spannend. Sunny war anfangs sehr ängstlich, hat sich dann wirklich sehr hochgesetzt und das auch erstmal alles von oben beobachtet. Und Flummi ist eher jemand, die sich wirklich versteckt, also sei es dann in den Bücherregalen, sei es unterm Bett und die wirklich auch erst so am 3., 4. Tag überhaupt erstmal hervorgekommen ist, um sich anzugucken, was ist das eigentlich hier? Es findet alles recht friedlich statt. Man merkt, dass Weasley eigentlich eher Lust hat zu spielen, dass er immer mal so anzettelt, wie man sagt, und eigentlich erwartet, Mensch, wann springen die jetzt mit mir hier durch die Felder? Was die Katzen halt so denken, na, mit dem großen Tier, das machen wir nicht. Aber es ist überhaupt keine Aggression irgendwie in den Räumen. Es ist wirklich sehr friedlich. Es ist eher so eine kritische Neugier. Und ich glaube, umso entspannter man eben auch selbst als Mensch ist, umso entspannter sind natürlich auch die Tiere. Wir waren jetzt schon einige Male Autofahren, das klappt mittlerweile wirklich super. Ich glaube, nachdem er 2-3 Mal verstanden hat, okay, die nehmen mich mit, wir erleben da etwas und ja, die nehme ich auch wieder mit nach Hause, war Thema Autofahren auch überhaupt kein Problem mehr. Man weiß natürlich wirklich nicht, was er vorher einfach erlebt hat. Ich meine, die letzte Autofahrt war ja dann wahrscheinlich ins Tierheim. Das ist dann natürlich nichts Positives und ich glaube, wie er dann nach 3-4 Mal, ja, 2-3 Mal verstanden hat, so, wir gehen spazieren und dann fahren wir heim und dann gibt's was zu fressen und zu trinken. Ich glaube, dass er das dann sehr positiv verknüpft hat und ja, mittlerweile springt er auch ganz freiwillig ins Auto. Wir haben schon einige Spaziergänge gemacht. Er ist ein bisschen wasserscheu. Das muss er sich auf jeden Fall abgewöhnen. Ich
Ich möchte mit meinem Hund irgendwann im Meer schwimmen, also egal, ob es dann die Nord- oder Ostsee ist. Also nein, ich werde ihn natürlich nicht zwingen, wenn er keine Lust auf Wasser hat, ist das in Ordnung. Aber da ist er noch so ein bisschen kritisch, wenn das Nass auf ihn zukommt. Das haben wir an dem einen oder anderen See entdeckt. Er ist auch an der Leine ganz okay dafür, dass wir ihn jetzt ja wirklich erst so ein bisschen was, also wenn ihr das Video seht, sind es 2 Wochen. Dass wir ihn haben. Er hat natürlich schon so seine pubertären Macken. Er hat auch manchmal seine verrückten 5 Minuten. Es ist aber ganz klar, es ist ein Hund und das möchte ich auch gar nicht verändern. Also er darf auch mal bellen, er darf einmal raufen. Das finde ich überhaupt nicht schlimm, weil am Ende sind wir ja auch sein Rudel und müssen uns da natürlich auch ein bisschen wie er verhalten. Und ich habe verschiedenste YouTube-Videos angeguckt. Ich habe auch 2 Bücher dazu schon gelesen. Und wir werden jetzt auch wieder mit dem Trainer dann loslegen. Bezüglich Hundeschule bin ich noch nicht so sicher. Da hört man ja das ein oder andere. Da könnt ihr mir, wenn ihr Erfahrung habt, auch gerne was in die Kommentare schreiben. Ansonsten versuchen wir das jetzt mit dem Trainer, so ein paar Einzelstunden. Und natürlich auch einfach, YouTube ist auch voll und voll Videos, voll Hundeschule-Tipps. Und da habe ich schon das ein oder andere Interessante auch rausgenommen, was auch sehr gut sich hat mit Weasley schon umsetzen lassen. Und wo ich einfach denke, da kann man auf jeden Fall auch was dazulernen, ohne dass man ja groß eine Wissenschaft auch draus macht. Ich glaube, man kann intuitiv auch schon viel richtig machen, aber wahrscheinlich auch recht viel falsch. Ich glaube, man darf sich nicht verrückt machen lassen und man muss auch einfach neugierig darauf sein und einfach Spaß dran haben. Und ich glaube, wenn man Spaß ausstrahlt, dann kommt das beim Hund an und auch ein Hund ist wahnsinnig empfänglich, was Stimmungen angeht, wo ich das schon immer bei meinen Katzen gespürt habe, ist das beim Hund definitiv auch vorhanden. Und ja, wir hatten auf jeden Fall schon wunderbar Zeiten miteinander und ich freue mich auf alles, was da noch kommt, wenn wir so die 2, 3 Macken, die er so ein bisschen hat, auch ein bisschen ja, abstellen, verbessern können, also zum Beispiel Nachbarn am Zaun anbellen oder wenn man halt zur Wohnungstür kommt. Ich glaube, das ist was, wo man ihm einfach Sicherheit geben muss und da einfach ein bisschen was üben muss und eben auch so diese verrückten 5 Minuten. Da müssen wir definitiv uns auch was einfallen lassen, weil es stört mich persönlich nicht, wenn er diese verrückten 5 Minuten mit mir hat oder meiner Familie, aber es könnten ja auch durchaus mal Freunde, Bekannte, ja, befreundete Kinder irgendwie da sein, wo ich sage, da wären dann die 5 Minuten ein bisschen kritisch und da braucht es dann natürlich einfach etwas, wo man ihn ablenkt und als Gegengewicht sozusagen hineinwirft. Ja, ich habe, denke ich, jetzt auch ein paar Bilder und so eingeblendet. Da habt ihr so einen ersten Eindruck bekommen. Bei uns lief das tatsächlich überraschend gut. Ich habe mir wirklich über viele Dinge Gedanken gemacht. Das war wirklich eigentlich sinnlos und ich glaube, wenn man einfach ruhig und entspannt und gelassen an die Sache herangeht, dann spürt das der Hund und weiß, okay, hier ist erstmal alles gut, hier ist alles richtig und hier kann ich Spaß haben. Und ja, ansonsten essenstechnisch gibt es bei uns aktuell Trockenfutter. Im Tierheim wurde gemischt. Ich habe aber auch hier verschiedenste Meinungen gehört. Er verträgt das Trockenfutter gut. Wir haben das auch vom Tierheim erstmal übernommen. Er bekommt erstmal nichts vom Tisch, aber es gibt natürlich durchaus auch mal, wenn wir Reis kochen oder wir haben Kartoffeln gekocht oder Möhren, dann bekommt er da jetzt tatsächlich auch seine Portion mit dazu. Das ist auch für mich völlig fein, aber eben nicht vom Tisch. Das finde ich wichtig. Das haben wir bei den Katzen so ein bisschen, bei der einen oder anderen. Aber das sind halt auch Katzen, die, wenn auf dem Tisch sitzen, ist was anders, als wenn man da einen 23-Kilo-Hund irgendwie hat. Und ja, er ist ja auch noch nicht ausgewachsen. Also er hat ja auch noch ein bisschen Wachstumspotenzial. Und ja, spätestens, wenn er dann aus der Pubertät raus ist und geschlechtsreif ist, dann gucken wir mal, in welche Richtung das noch geht. Und ja, wie er dann auch so wird. Und dann kommen natürlich nochmal ganz andere Themen auch auf uns zu. Aber wir freuen uns und wir sind wirklich glücklich und wir gewöhnen uns aneinander. Und es ist natürlich schon so, dass ein Alltag sich schon recht schnell einspielt. Aber es ist natürlich immer noch gewöhnungsbedürftig, wenn man eben einfach sagt, man muss das ja auch erstmal koordinieren, man muss sich Gedanken machen. Es gibt jetzt Dinge, die nicht mehr so klappen wie zuvor. Dafür sind andere Dinge richtig toll. Und der große Vorteil wirklich an einem Hund gegenüber einer Katze ist natürlich schon, dass man ihn einfach mitnehmen kann. Also meine Katzen kann ich nie zum Wandern mitnehmen, gefühlt nie irgendwie mit irgendwo, wenn es im Auto wohin geht. Das ist natürlich mit einem Hund schon toll. Im Gegenzug, der Katze ihr großer Vorteil sind natürlich die wahnsinnigen Schmuseeinheiten und dann durchaus auch das im Bett kuscheln. Ich weiß, es gibt viele Leute, die mögen ihre Katzen nicht im Bett. Meine Katzen, die nicht rausgehen, dürfen ins Bett. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte ihn neben mir im Bett, bräuchten wir wahrscheinlich ein größeres Bett, aber gut. Ja, also es ist richtig schön, es fühlt sich gut an, es fühlt sich richtig an und ja, ich freue mich auf alles, was da noch kommt.
hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, die Bilder haben euch gefallen. So ein bisschen der Erfahrungsbericht hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen, Gedanken habt, sehr gerne in die Kommentare. Freue ich mich sehr, sehr, sehr auf den Austausch. Und er wird jetzt ja wahrscheinlich auch im ein oder anderen Video auch immer mal auftauchen. Und ich glaube, wenn ihr das seht, theoretisch kommt die Bücherwoche jetzt am Samstag. Da ist auf jeden Fall auch zu sehen. Und ja, dann, wenn ihr mir auf Instagram folgt, wird es auch das ein oder andere Bild oder Story mal geben. Findet ihr unten in der Infobox. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf eure Kommentare, auf den Austausch. Danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.